Moin Leute und herzlich willkommen zum TFF-Test. Heute haben wir ein paar schöne Raketen am Start von Röder Feuerwerk, und zwar die Röder Royal Raketen. Wir haben, glaube ich, 10 Stück drin. Ich würde sagen, wir machen es einfach mal auf. Gutes Set hier. So sieht's aus. Sogar hier mit einem Stab, wo man die reinstecken kann. Sind sehr, sehr klein, auch ein sehr, sehr schmaler Stab nur. Das sehen edel aus. Aber sollen auch eine ordentliche Ladung drin haben. Und wir sind gespannt und testen die mal hier, die Röder-Raketen. Wir haben 10 Stück. Auf geht's. Jawohl. Los geht's. So, dann legen wir mal los hier. Wir haben hier Blue Penny. Ich lese sie jetzt nicht vor. Ja, einmal gelb. Ist besser. Oi, oi. Das sind, glaube ich, es sieht aus, als wären das alles andere Farben. 10 Stück, passt perfekt. Wir bauen die kurz auf. Wir sehen uns gleich, Leute. So, Leute, dann fangen wir an hier. Einmal mit Blau, danach kommt Rot, danach kommt so eine gelb-grün Mischung. Mal schauen, ob das überhaupt was zu bedeuten hat. Einmal Blau. Okay, blau war die nicht, aber der Zerleger war krank. Rot. Ah, heftig. Geil. Dann dieses gelb-grün. Die scheppern ja komplett. Boah, heftig. Für die Größe ist ja abnormal. Dann lila. Alter. Alter, heftig. Sind ja richtig geil. Silber. Nochmal lila. Alter! Was tief zerlegt, aber richtig geil. Gelb. Auch eine ordentliche Standzeit, also da kann man absolut nichts sagen. Dann noch mal rot. Und blau. Auf die Farben kann man sich nicht verlassen, aber man kann sich darauf verlassen, dass sie einfach nur krank sind. Diese Raketen, das ist einfach heftig. Das sieht so geil aus. Oh mein Gott, Leute, die haben 9 Euro gekostet. Alter. Für 10 Raketen. Wir haben schon Funke getestet. Oder Agendo, die waren ungefähr vergleichbar. Nein, Moment. So, jetzt. Ja. Wir haben Funke und Agendo schon getestet. Die können da absolut mithalten. Röder Royal Raketen, absolute Kaufempfehlung. Für den Preis machst du 9 Euro. Verkehrt. Wir haben sie beim Lagerverkauf geholt und wir haben sie zum Glück nochmal online bestellt gehabt. Also die haben wir nochmal da, da freue ich mich auf jeden Fall drüber. Richtig geile Teile, absolute Kaufempfehlung für 9 Euro. Holt euch die, richtig fett. Leute, Link von Röder Feuerwerk ist unten in der Beschreibung. Wenn ihr Bock habt, geht über den Link rein. Dann könnt ihr euch uns ein bisschen unterstützen. Absolut geiler Scheiß. Holt sie euch. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Schreibt das in die Kommentare, lasst uns ein Like da und schaut auf Instagram vorbei. Leute, haut rein. Fett.
So, und dann kommen wir zum Gewinnspielpart dieses Videos. Natürlich habe ich euch nicht vergessen, es wurde nur etwas später, jetzt ist Samstag, aber natürlich gibt es diese Woche auch noch ein Gewinnspiel. Wie versprochen, bis Ende November jede Woche ein Gewinnspiel. Und ja, jetzt geben wir erstmal den Gewinner bekannt. Das letzte Gewinnspiel war ja auf Instagram und der Gewinner wird jetzt eingeblendet. Melde dich bei uns, schreib uns entweder auf Instagram oder auf unserer Mail einfach an und dann bekommst du dein Paket zugeschickt. Und heute gibt es zu gewinnen diesen schönen Di Blasio Elio Fireworks Beutel. Genau, ihr seht's und da ist natürlich noch was drin. Schauen wir mal rein. Und zwar jede Menge Sticker. Heute habt ihr wieder die Chance, an Sticker zu kommen. Zu kaufen gibt's die nicht, sondern die gibt's nur zu gewinnen. Ja, Mann. So, dann wieder zwei Pyroprodukt-Kullis. Sehr edel, sehr schön. Und ein TFF Oldschool-Shirt mit dem Oldschool-Logo in Größe M. So, und ihr müsst einfach in die Kommentare schreiben, welches Video war euer erstes TFF-Video, was ihr je gesehen habt. Schreibt es uns in die Kommentare und dann losen wir einen von euch aus, der nächste Woche bekannt gegeben wird, der dieses schöne Paket gewonnen hat. Leute, haut rein, das war's vom Video. Wir sehen uns. Geriefen, geiler Scheiß.